Hallo und herzlich willkommen hier zu Rollercoaster Tycoon 3 Soaked am Samstag. Woo! Und da wurde es auch wieder leise. Ja, diese Himmelschaukel habe ich letztens bei der Mansion gesehen, als sie da im Six Flags Park waren. Da, wer waren da mit dabei? Saraza, glaube ich, und Mrs. Vlog und die Roberta war da, glaube ich, auch mit bei. Es war total kurios, also ich wäre dieses Ding niemals eingestiegen. Aber okay, ja, was ist mir schon so Spontanes passiert? Mal gucken, ob mir jetzt auch was spontan dazu einfällt. Ja, das passt irgendwie gut, das Lied. Ja, was ist mir schon Spontanes passiert? Gott, was war denn mal mega spontan? Das Schlimme ist, solche spontanen Sachen, finde ich, vergisst man immer so schnell. Nicht, dass man die so schnell vergessen will, aber irgendwie passiert es dann doch. Ja, also ich kann mich daran erinnern, dass mir schon sehr viele Sachen passiert sind, wo ich dann einfach nur mit offenem Mund da stand und dachte, wie kam das denn jetzt? Aber gerade fällt mir keine Sache davon ein. Ach je, wir sind da doch ein bisschen höher, als ich dachte. So, ja, so haben wir die richtige Höhe. Was Spontanes, was mich überrascht hat. Was hat mich denn überrascht? Ja. Mir fällt echt nichts mehr ein. Ich überlege gerade, wenn ich so unterwegs bin. Genau, manchmal begegne ich Menschen, die ich schon ewig nicht gesehen habe und laufe dann irgendwie an denen vorbei oder die kommen dann einfach auf mich zugerannt und umarmen mich da, wo ich dann immer am liebsten gleich das Pfefferspray rausholen würde. Und es dann irgendwie nicht checke, so von wegen, wer bist du denn? Und tschst. Aber Gott sei Dank ist es zu tief in meiner Tasche vergraben, dass ich das gleich nutze. Aber ich bin im ersten Moment richtig überrascht und geflasht und dann freue ich mich langsam erst. Vor allem, das ist meistens immer so, wenn ich gerade zur Bahn muss, dann rennen wir immer so nebeneinander und dann so, ich muss zur Bahn, ich muss zur Bahn, ich muss zur Bahn und dann tschüss und hier und sehen wir uns und bla. Das ist immer ganz lustig. Also das ist das Einzige, was mir jetzt hier so spontan krass einfällt. So eine Story habe ich da jetzt gar nicht, dass ich euch da jetzt sonst was erzählen könnte. Aber nun gut, braucht man ja auch nicht, ne? Bin ja mal gespannt, was ihr so in die Kommentare geschrieben habt. Darauf kann ich aber leider erst am Mittwoch wieder eingehen hier bei Soaked. Ja, können wir eigentlich mal öffnen den Spaß hier. Aber eigentlich könnten wir auch auf 3,50 hochgehen. Ich meine, das ist das ultimative Erlebnis hier. Da können auch die ein oder anderen gerne mal mitfahren. So, mehr haben wir da auch noch nicht. Ach, ich würde ja gerne mal was zu futtern kriegen, ne? Wir können ja hier mal so Piraten-Papageien-Ballons hinstellen. So, das ist immer noch nicht hoch genug. Tada! Eröffnen! Genau, holt euch mal die Piraten-Papageien-Ballons. Die sind total toll. Ja, was haben wir denn jetzt eigentlich für Ziele nach dem Schock? Wir müssen mindestens 700 Parkbesucher für 5 Monate bei uns im Park festhalten, sie gefangen nehmen, einfach auf der Insel einsperren. Dann brauchen wir ein Mindestverkehrswert von 80.000 für 6 Monate und eine Parkbewertung von 850. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt noch in diesem Part schaffen, hoffe ich zumindest, weil sonst kann ich gar nicht mehr auf eure Kommentare so weit eingehen. Allerdings würde ich euch jetzt schon mal fragen, welchen Park ihr gerne sehen wollt. Von allen Rollercoaster Tycoon 3 Soaked Parks, die wir hatten, dass ihr euch einfach mal einen aussucht, den ihr total toll fandet. Von den Zielen muss nicht unbedingt sein, sondern einfach so von der Optik, was so hübsch war, was man gut bebauen kann, dass wir dann hier wirklich so ganz in die Feinheiten gehen können und überall so Bäume und Bänke und das alles total schön machen, auch so mit Deko-Wänden wie zum Beispiel hier bei dem Pool, dass wir da halt wirklich was Originelles draus machen aus dem Park und uns da nochmal ein paar Parts aufhalten, wenn ihr das wollt. Würde mich freuen, wenn ihr da mal in den Kommentaren antwortet, damit ich einschätzen kann, was ihr da gerne sehen wollt. Und ja, dann schauen wir einfach mal. Wie gesagt, ich gucke jetzt mal, dass wir das nicht in dem Part hier fertig kriegen alles. Weil das geht mir dann doch ein bisschen schnell, oder? Soaked ist so schnell vorbei. Wild haben wir ja noch 2 Parks mindestens. Den anderen, der läuft ja jetzt auch noch. Also praktisch 3 Parks und tschüss Bewegungssimulator, lass dich mal reparieren. Ja, und dann kommt ja hier nach Soaked auf jeden Fall wieder das normale Rollercoaster, damit wir das auch mal zu Ende bringen.
Da muss ich allerdings noch ein paar Spiele nachspielen. Damit wir wieder auf dem alten Stand sind. Aber ich denke, das wird... Woo! Warteschlangen-Action! Gott, das soll mal so laut da sein muss. Deswegen zoome ich immer so raus. Aber deswegen ist Rollercoaster manchmal auch ein bisschen langweilig. Weil dann ist es so leise und ich quatsche nur. Und ich platziere einen Gegenstand. Und dann platziere ich was zu futtern. Das ist dann irgendwie nicht so spannend. Aber ich kann ja nicht hier immer so laut reinzoomen, weil dann versteht man mich nicht mehr richtig. Und das ist dann halt sehr schade. Ich habe schon Schwierigkeiten, mich zu verstehen, wenn ich nur die Kopfhörer auf dem Kopf habe. Und die habe ich sogar schon auf leise geschraubt. Die sind nicht mal in der Originalversion hier von der Ingame-Lautstärke. Also das ist schon sehr kurios. Ja, aber die Schaukel hier bringt es irgendwie voll, ne? Also die zahlt sich jetzt nicht unbedingt so aus. Aber so an sich ist sie mal total genial. Weil die hier einfach vom Platz her genau hinpasst. Sieht auch cool aus von oben, ne? Wahnsinn. Aber gut. Oh, Donuts! Ha, Donuts. Also, wie gesagt, ich finde Donuts halt nicht so Bombe, aber die sind natürlich nicht schlecht. Und ich wette, die kleinen Parkbesucher hier stehen drauf. Also wird's glatt mal hingestellt. Haben wir was Neues zum Platzieren bekommen? Nö. Wir könnten höchstens hier die Schüttelpartie halt noch hinstellen. Das hatte ich ja angekündigt. So. So. Gut. Tada! Dann nehmen wir das einfach mal so hier lang. Tada. Und führen den Weg mal hier so außen rum. Testen den Spaß. Alle 10 Minuten Halblast, würde ich sagen. Ja, bei so vielen Fahrgästen auf jeden Fall. Machen wir mal 2,70 und das und eröffnen. Yay! Kommt alle in die super geile Schüttelpartie. Die wird euch mal so ordentlich durchhamstern. versteht sich natürlich nicht zweideutig. Die will einfach mal mit euch ein bisschen Hamsterverstecken spielen. So vielleicht da im Wasser oder so. Können Hamster eigentlich schwimmen? Berechtigte Frage. Wir könnten nochmal Kokosnussdrinks platzieren. So aus Lust an der Freude. Und braucht man hier Schirme? Ich habe keine Ahnung. Wir können auch mal Schirme platzieren. Nur damit es auch Schirme gibt. Wir wollen ja mal nicht so sein. Tada! Außerdem steigert es den Verkehrswert. Was soll's? Ja, irgendwie unser Schwimmspaßbecken hat auch nur noch 8 Personen. Das ist Gott sei Dank nicht mehr so überfüllt. Dann ist das Ganze ja auch schon mehr vertretbar. Gut, haben wir hier schon Ziel erfüllt? Ja, die Parkbewertung haben wir erfüllt. Und die Besucher im Park, denke ich mal, kommen dann auch bald. Mindestverkehrswert von 80.000. Ach du Heilige, wir haben den Park fast durch, Leute. Wir brauchen halt nur noch den Verkehrswert. So, ich baue jetzt einfach nichts mehr. Streik, 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 Streik. Dann kriegen wir den Park niemals fertig. Niemals. So. Wir könnten ja nochmal so eine Kinderattraktion bauen. Dann brauchen wir hier nichts von den Sachen bauen. Können ja mal das Wackelboot bauen. Mal gucken, ob das genauso favorisiert wird wie unsere tolle Odysseefahrt. Das Wackelboot würde ich dann mal hier so hinstellen. Oder hier rein. Ja, hier rein ist ja auch mal der Hammer. Ja, perfekt. So, und das schließen wir dann einfach mal da an. So, wo wollte ich das jetzt hin platzieren? Da. Gut, dann haben wir schon mal einen Ausgang. Und dann brauchen wir nur noch hier den Eingang lang wandern. So, so, so. Wunderschöne Brücke. Ich dachte gerade, das gehört da gar nicht zusammen, aber es passt ja doch. Testen! Alle 10 Minuten. Machen wir mal 1,50. Reicht völlig. Irgendwie so eine Piratenmusik. Und machen wir 3/4 Last. Sind ja nur 16 Personen. Tada! Geht mal alle aufs Wackelboot. Das Wackelboot freut sich. Über so ein paar neue Gäste. Bestimmt. Gut, ich würde aber gerne noch so ein schickes Bäumchen hier platzieren. Hier Königspalme und so. Tada. Total schick.
Haben wir noch hier irgendwie was anderes Palmmäßiges? Oh, hier so eine Zwergpalme. Die haben wir auch noch nicht. Packe ich die denn jetzt noch hin? Ach, hier hinten. Perfekt. Gut, dass wir hier immer so viele Optionen haben. So, jetzt haben wir schon 5000 beisammen. Wahnsinn. Können wir eigentlich bald eine Achterbahn bauen. Dann haben wir auch den Verkehrswert drin. 73.000. Chaos. Gib mir Chaos. Dann stellen wir jetzt hier noch Chaos mit hin. Und gucken, was mit Chaos bei rumkommt. So. Ja, da steht die Palme. Das ist ein bisschen blöd. Mache ich das mal so. Gut. Schwarz mitkommen. Tada. Dann ergibt der Stand da auch endlich mal einen Sinn. So, und das bauen wir jetzt einfach mal auf die Kante hier. Testen. Alle 10 Minuten. Machen wir mal 2 Euro. Muss ja nicht so teuer sein. Und Halblast und eröffnen. Yay! Kommt mal alle rein. Voll spannend und so. Hallo? Hallo? Gut, unsere Reinigungskräfte sind hier voll dabei. Mechaniker sind mehr oder weniger ausgelastet. Sehr gut. Ja. Brauchen wir erstmal nichts weiter ändern. Kettenkarussell 1 erforderte eine Notabschaltung. Oh nein! So, 77.000, Leute. Es wird. Es wird, es wird, es wird. Und, wie sieht's aus? Wie viel sind drauf? Was sagt du's mir nicht? Ah, 20 Personen, okay. Ja, an Geld hapert's ja nicht. Ich überlege gerade echt, ob ich hier nicht so eine Achterbahn hinkleister, eine fertige. Was haben wir denn hier für Kinderbahnen? Na, also finanziell können wir es uns leisten, aber die sieht so groß aus irgendwie. Na? So, da ist sie auch schon. Okay, so groß ist sie auf jeden Fall nicht. Sie sah größer aus. Okay, sie wird auch teurer. Das ist so komischer, wie wir sie platzieren wollen. Können sie ja einfach mal drehen, mal gucken, was dann bei rumkommt. So, weil ich würde die doch schon gerne hier so irgendwie platzieren. So, da funktioniert das Ganze nicht. Also doch wirklich hier. So. Gut, irgendwo steht jetzt hier ein Baum in der Bahn, wie es aussieht. Aber nichts, was sonderlich schwimmen wäre. Doch der hier sieht komisch aus. Der sollte vielleicht mal weg. Nein. Ach, Menno. So. Der Baum ist ungünstig. Na, den Busch, dem traue ich auch nicht. So. Dann kann das ja alles hier irgendwie fahren. Das würde ich auch gerne noch wegmachen. Das sieht so in der Bahn aus. Der hier auch. So, der Busch noch. Dann ist ja alles hier soweit freigeräumt. Ach, Herr Jemini. Gut, wir brauchen noch ein Stück Weg. Gut, das wird schon mal so nichts. Dann gehen wir weg hier. So. Und dann müssen wir uns jetzt hier irgendwie durchkämpfen durch den Dschungel. Na, geh mal weg hier. So, du auch, du auch. Einfach mal durch. Der Mensch ist da, wir machen alles putt. Och, wie ich sowas hasse. Aber gut, in dem Fall geht es jetzt mal nicht anders. Ach, hier noch mehr Büsche, noch mehr Büsche, noch mehr Büsche. So, 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 yay. Gut, aber wir holzen ja nicht alles ab, ne? Das müssen wir ja mal festhalten. So, alle 10 Minuten. 2,20, denke ich, reichen eigentlich. Noch eine nette Musik. Funky Disco, woo! ja, Volllast auf jeden Fall. Mal gucken, wie viele da mitfahren wollen. Und dann können wir den Spaß auch mal eröffnen und in der nächsten Runde fahren wir dann mal mit. Hui! Wusch! Tada! So, da stehen auch schon welche an. Sehr schön. So, dann bin ich ja zuversichtlich, dass wir da gleich mitfahren können. Aber ich mache mal die Geschwindigkeit noch nicht runter. Damit das hier so schnell wie möglich hochfährt. So, aber es kommt irgendwie. Keiner merkt das. Oh, wir können jetzt Dino-Burger platzieren. Sehr schön. So, da kommen noch welche. Sehr gut. So, okay, lass mal die erstmal da hochkraxeln.
Tada. So, Leute, wir sind voll dabei hier. Hände nach oben. Wuhu. Endstation. Ja, das Ganze war zwar noch nicht die letzte Folge, aber ich vermute fast die vorletzte unserer Kampagnen-Story hier. Und ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und dass wir uns dann auch nächste Woche Mittwoch wiedersehen. Und ja, dann bis dann und ciao!